So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist soweit. Lugia ist weg, Vesprit ist da, Vesprit ist in den Raids angekommen, aber nicht alleine, denn auch Selfie und Tobutz sind ab jetzt im 5er Raid erhältlich. Es ist jetzt 11.03 Uhr, ihr wisst genau, ab 10 Uhr ist der Raid-Boss-Wechsel. Eier, die ab 10 Uhr erscheinen, beinhalten die neuen Raid-Bosse. Die brauchen eine Stunde zum Aufgehen, das heißt, ab 11 Uhr könnt ihr raiden. Wenn 10.11 Uhr ein Raid aufgeht, ist da natürlich noch der alte Raid-Boss drin, weil das Ei war ja vor 10 Uhr da. Nochmal zum Verständnis für alle. Wir sind jetzt hier oben bei der, wie heißt das eigentlich, Sonnenuhr? Sonnenuhr Mural stehen wir, das ist das Haus hinter mir, das ist eigentlich jetzt ein Privatgebäude, da war früher mal eine Arztpraxis drin, jetzt leben da Leute, trotzdem ist dieses Wandbild da drin, keine Ahnung, ich stehe jetzt hier draußen im Auto, ich werde gleich aussteigen zum Raiden, aber weil die Sonne wieder so reinknallt überall, habe ich mich kurz mal für das Infovideo hier reingesetzt, also für das Intro. 11.20 Uhr habe ich den Raid angesetzt, den habe ich auch wieder gepostet im Community-Tab, den ich euch jetzt kurz zeige, damit ihr seht, wer dabei ist oder wer den Kanal neu entdeckt hat, damit er weiß, wie das immer abläuft. Immer beim Raid-Boss-Wechsel wird der erste Raid, den ich sehe, gemacht vor Ort. Den poste ich immer dann in den Community-Tab rein und lade mit 2 Accounts jeweils 5 Leute ein. 10 Leute nehme ich mit. Mit 6 Accounts bin ich selbst vor Ort, mache ein Video darüber. Ihr seht das hier, 11.20 Uhr. Die Leute haben sich eingetragen. Ich habe das hier mal schön mit Herz wieder versehen. Und es sieht wirklich so aus, diesmal, nachdem ich geschrieben habe, dass wir voll sind, dass sich keiner weiter eingetragen hat. Mensch, da muss ich mir gleich mal ein Kreuz in den Kalender machen. Schnitzelmann 007, Blackstorm, Knutliner, Kulidita, Aluhut, das sind 5 auf dem einen Account, Sascha, Mazofix, Skyfall, Terrorzwerg und Oliver sind 5 auf dem anderen Account. Diese 10 werde ich also einladen, die haben sich eingetragen, das waren die ersten 10. Grüße, ganz besondere Grüße gehen raus an Jochen. Jochen, unser Spezialist, wer Raids für Zuschauer immer verfolgt, finde ich genial. Dann habe ich hier nochmal die GoTool-App. Da möchte ich euch auch kurz noch was zeigen. Beziehungsweise müssen wir uns den 100er-Wert auch merken. Wer Android besitzt, wer mit Android zockt, dem empfehle ich trotzdem immer noch die GoTool-App. Ladet ihr euch runter, da könnt ihr nämlich hier gemütlich auf 5-Sterne-Raids jetzt gehen und seht, was aktuell alles drin ist. Ihr seht die Konter dabei, welche Attacken das haben muss, wie viel WP der Raid-Boss haben muss für das 100er. Ihr seht, was er für Schwächen hat, ihr seht, wie viele Leute ihr braucht. Wir sind bei Vesprit, das ist das in der Mitte, daran seht ihr auch, dass Selfie das Schwächste ist, weil das gerade mal auf 14 kommt. Vesprit das mittlere mit 17 und Tobutz der Stärkste mit über 18, also 1834 WP aus dem Raid. Wir versuchen uns jetzt 1747 zu merken, das ist der 100er Wert und ich werde jetzt hier auf Kopieren gehen, habe mir jetzt die Liste kopiert an den Kontern. Jetzt soll ich sagen, und wenn jetzt die App nicht neu startet, hätte ich euch das gleich nochmal zeigen können, wie das dann funktioniert, wenn ihr mit der GoTool-App arbeitet, dass ihr dann einfach die Zwischenablage einfügt. Das sind nämlich genau jetzt die Pokédex-Nummern drin von den Pokémon, die gut sind, die man nutzen kann. Ich meistens dann auf Kopieren gehe, einfügen, nach WP sortiert, dass die gepushten oben stehen und die starken und nehme daraus immer mein 6er-Team. Ihr könnt natürlich auch mit diversen anderen Grafiken arbeiten, da sind die Konter natürlich leicht abweichend, also bei manchen steht das an erster Stelle, bei manchen das, dann kommt es drauf an wieder, ob ihr jetzt Level 50er Pokémon habt, ob ihr da Legendäre habt, wo ihr Bonbons reinknallen könnt, ob ihr da Krypto-Pokémon habt. Wenn ich hier nach gehe jetzt aber und packe mir genau den Zwischenspeicher rein, zeigt es mir das hier alles an und demnach hätte ich hier Mewtwo, Despota, Yveltal, ist ja auch ein Unlichtangreifer, wichtig also, Unlicht ist auf jeden Fall richtig genial, Geist, Pokémon mit Geist-Moves hier, Mega Gengar, ist auch eine Hausnummer, oder Gift-Pokémon, Mega Bibor vielleicht. Hier sind jetzt ganz viele Mewtwo natürlich drin, ich glaube, da könnte ich vielleicht Krypto Mewtwo mit reinpacken, Despota, Yveltal, Darkrai, Giratina, Trigefalo, was halt alles hier so rumhängt. Skelabra mit Geist-Moves wäre auch eine gute Wahl.
Ihr könnt immer reinschreiben, mit was ihr gekämpft habt. Wir gucken jetzt mal, der geht nämlich gleich auf. Noch 5 Minuten, beziehungsweise noch 13 Minuten. Der ist, wie gesagt, für 11.20 Uhr angesetzt. Dann mal gucken, ist es ein gutes? Wer kommt alles rein? Wer macht alles mit? Schaffen es alle in die Lobby? Und vor allem, ist ein Shiny dabei? Denn alle drei sind ab jetzt auch als Shiny erhältlich. Wir werden auch wieder Raids für Zuschauer machen. Dazu dann aber mehr an den Wochenenden. Da müssen wir uns noch genau überlegen, wie, wo, was wir machen. Da am Sonntag ja schon wieder Community Day ist. Und da gibt es dann keine Raids für Zuschauer. Das war's jetzt. Wir melden uns zurück, wenn der Raid aufgeht. So, es ist jetzt genau 20. Das heißt, ich werde hier eine private Gruppe eröffnen. Das seht ihr aber jetzt noch nicht. Das ist wieder auf einem iPhone. Hier auch. Werde Gruppe erstellen, werde das mal hier eingeben. So, so, so. Geh jetzt hier drauf. Der ist beigetreten. Jetzt werde ich fix die Leute einladen, die ich dazu brauche. Die habe ich mir natürlich wieder alle markiert. Diesmal mit MMM, MMM. Aluhut, Blackstorm, Kurli, Knut Lina, Schnitzelmann, Sascha, Terrorzwerg, Skyfall, Oliver, Matzofix. Jetzt gehe ich mit den drei anderen rein und natürlich auch mit dem Hauptaccount. Es ist wieder ein bisschen kompliziert, ja, wenn man das so machen muss. Ach so, ich kann auch gar nicht rein. Ich habe doch eine private Gruppe. Das heißt, jetzt muss ich hier auch den Gruppencode eingeben. Moment. Nein, jetzt ruft Sandra an. Das ist wieder falsch. Ah. Hier muss ich noch raus. Irgendwie jetzt hängt alles, egal, keine Ahnung. Also gehe ich wieder auf private Gruppe. Beziehungsweise stell die jetzt hier sogar mal öffentlich, weil irgendwie alles hängt. Geht's mit denen rein. Versuch mit dem rauszugehen, aber irgendwie geht es nicht. Geh mit dem jetzt noch hinterher. Teams kann ich auch nicht auswählen jetzt. Im Endeffekt wollte Sandra jetzt doch mitmachen und jetzt funktioniert es nicht mehr. Eigentlich wollte ich ganz gemütlich jetzt mein Team hier auswählen, was jetzt auch nicht mehr passt, weil die Zeit weg ist und alles hängt. Wollte mir hier die Buchstaben eingeben, wollte mir hier ein Mewtwo nehmen. Als allererstes Mewtwo, ein Taubsital hinterher, was auch wieder nicht geht, weil es auch hängt. Okay, jetzt haut es alles andere rein, was auch nicht passt. Wunderbar, so stellt man sich das nicht vor. Die kann ich jetzt weghauen. Ich habe nämlich extra mal alle Mewtwo durchgeguckt. Die Mewtwo haben alle keinen Spukball, außer das große auf 50, aber die zwei Krypto haben keinen Spukball, deswegen habe ich das jetzt sein gelassen. Habe extra unten nachgeschaut, die Giratina hätten gepasst, jetzt wollte ich die mit reinnehmen. Jetzt habe ich auch nicht drauf achten können, wer überhaupt in die Lobby reingeht und ob das alles gepasst hat. Und ja, am liebsten würde ich das Video jetzt abbrechen und würde es einfach nochmal neu machen. Geht aber nicht, weil ich 11.20 Uhr den Termin angesetzt habe, habe die Leute eingeladen. Da kann ich nicht einfach nochmal raus. Der eine Account ist halt jetzt nicht drin, weil der irgendwie gehangen hat. Da ging nichts. Hier habe ich kein Team gewählt. Ist egal, wie ihr seht. Das ist auf jeden Fall YouTube. Da brauche ich mich nicht wundern, wieso alle sagen, so eine gequillte Scheiße. Da will man immer ganz up to date sein, gemütlich zeigen, wie man das macht, welche Konter man nimmt, wie man das Pokémon fängt und dann kommt sowas bei raus. So, es hängt immer noch, es geht gar nichts hier auf dem. Mache ich es halt aus. Gucken wir das jetzt kurz an. Den Wert habe ich mir, glaube ich, auch nicht gemerkt. 17,48 oder irgendwas oder 17,47. Irgendwas mit 17 war es, glaube ich. Schmuggeln uns jetzt mal hier durch. Gucken uns mal überall an, ob irgendwo ein Shiny dabei ist. So, hier ist nichts, da ist auch nichts. 17,4, 17,24, 16,84, 17,8 und den großen, den nehmen wir trotzdem jetzt mit. Und dafür stellen wir euch aber jetzt mal hier an den Rand. Denn ich finde es schon wieder bescheiden, wenn man jedes Mal eine Arena hat, wo man einfach mitten in der Prärie steht und mitten in der prallen Sonne, dass das alles richtig gammelig aussieht und man nirgendwo das Handy hinlegen kann. Jetzt ist das Handy hier, jetzt können wir es hier machen. Wir drücken mal drauf, wir gucken uns mal an. 18 Bälle, ob es ein gutes ist, ob es ein Shiny ist.
Es ist kein Shiny, es hat 16,96, ist also wieder eins der schlechtesten mit. Und jetzt kommt es darauf an, wie lässt sich das fangen? Fliegt das wieder hoch, fliegt das runter, geht das nach links, geht das nach rechts, sitzt das vorne, sitzt das hinten? Kann man den Kreis einstellen? Wie groß muss der Kreis sein? Ich sehe jetzt schon, dass der Kreis ziemlich klein ist und man da gar nicht viel verstellen kann. Wir können ja erstmal so werfen und erstmal so schauen. Heißt das jetzt, es ist zu nah und ich muss kürzer werfen? Ich glaube, der war drüber nämlich. Luke hat uns komplett verwöhnt mit seinem riesengroßen Kreis. Das sitzt irgendwie wieder komplett nah, obwohl es irgendwie da oben rumschwebt. Die Sonne brennt. Oh mein Gott. Ich glaube, ich darf keine Videos mehr machen. Genau so meine ich das. Dann fällt auch noch die Kamera runter. Am besten, ich nenne das Video gleich der dümmste Raid ever oder der schlechteste Raid, den ich je hatte oder der, ach keine Ahnung, was weiß ich. Sieht mal auch wieder extrem käsig aus, wie immer halt. In der Sonne, soll man auch machen, Frisur setzt. So, versuchen wir es mal zu fangen. Ohne Spaß, andere YouTuber hätten jetzt gesagt, nee, das Video lade ich nicht hoch. Das ist qualitätsmäßig nicht das, was ich sonst abliefer oder was sonst umgesetzt wird. Das wirkt auch auf keinesfalls professionell oder irgendwas, aber was will ich denn machen? Ich wollte den allerersten Westbrit-Raid machen, den ich sehe. Das ist der allererste Westbrit-Raid, den ich sehe. Und es ist halt alles roh und ungeschnitten. Jetzt geh doch jetzt hier nicht auf die Gespräche. Jetzt komm wieder da, wo's, ach, Facebook rein und wühl durch die Gegend. Selbst Facebook mobbt mich. Ich hab jetzt schon Bock auf das Seen-Trio. Obwohl das ja gar nichts dazu kann. Es sitzt ja nur da und will geratet werden. Ja, egal. Konzentrieren wir uns jetzt. Mit dem Fang habe ich auch noch keine Ahnung. So, großartig. Bei Lugia wäre das einfach fabelhaft gewesen. Bei Westbrit ist es nur einfach großartig. Einfach großartig, das ist jetzt neu. Wir können ja mal fangen, wenn es unten ist. Aber irgendwie ist es halt mega knapp. Ihr müsst ganz leicht werfen, nur ganz wenig Druck ausüben. Das sitzt halt wirklich mega weit vorne. Da auf einfach fabelhaft zu gehen, ist eine Kunst für sich. Jetzt ist es zwar ein Stück kleiner, aber da reinzutreffen, keine Ahnung, ob das passt. Wir warten also nochmal 2 Jahre, bis er wieder runterkommt. Versuchen nochmal den Ball zu werfen, um dann zu schauen. Einmal hoch, einmal runter. Jetzt hat er Spaghetti-Frisur. Vor allem guckt er auch so böse, ja. So, 10 Jahre später, es tut sich nichts mehr. Ich kann doch einfach oben werfen. Ich habe genügend Bälle, aber dann passt das mit dem Kreis einstellen wieder nicht. Ja, dann geh halt hoch und komm wieder runter. Und es war wieder nichts, aber der war, glaube ich, drunter geschossen, also das konnte nichts werden. Und er bleibt drin. Wow. Nein, ich hasse es jedes Mal, irgendwo rumzustehen, wo man wirklich nichts hat, keine Ablage, man sich nicht gemütlich setzen kann, irgendwas ausrichten kann, die ganze Fresse ausbrennt, so wie jetzt. Du stehst mitten in der Botanik rum, es ist einfach die Hölle. Dabei gibt es so schöne Arenen, so coole Arenen in der Stadt, alles richtig genial, aber wenn der erste Raid aufgeht, er geht immer da auf, wo sonst kein Mensch unterwegs ist, außer der Mann mit seinem Hund gerade. Wo kein Mensch unterwegs ist. Du kannst ja nicht mal großartig was zeigen. Was ist wirklich am Arsch der Welt? Das Team, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Hier, drauf, zack. Mewtwo, Spukball, passt. Despota hätte nicht gepasst. Er hat nämlich Katapult Steinkante. Ein Katapult möchte ich auch nicht wegmachen. Taubsital mit Unlichtattacken, passt. Ansonsten, hier ist ein Mewtwo mit Spukball. Wäre gewesen. Konnte ich gar nicht auswählen, weil es wieder alles rumgehangen hat. BK steht für Bissknirscher, Despoda-Armee. Habe ich auch immer gesagt, Despoda-Armee, richtig genial, wenn ihr da eine habt. Züchtet euch eine Despoda-Armee ran, ansonsten Darkrai. Natürlich auch hier mit Spukbällen oder eben auch mit Unlicht-Moves, Giratina. Habt ihr ja alles dabei. Also Konda sollten auf jeden Fall klar sein, wer gar nicht groß auswählen will. Nehmt einfach 6 Despoda mit Bissknirscher. Sollte mittlerweile jeder haben, ist auch ein C-Day-Pokémon. Ansonsten habt ihr ein Shiny bekommen?
habt ihr ein Gutes bekommen und brennt euch auch die Fresse aus, so wie bei mir auf der Kamera, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich werde mir jetzt erstmal irgendwas zu essen suchen. Ich habe heute nämlich noch gar nichts gegessen. Dann werde ich mal Pupsi anrufen, mal gucken, was da wieder los ist. Und eigentlich habe ich sie vorhin gefragt, ob sie mitmachen will. Ich sage ihr wo und wann und wie und was. Und jetzt natürlich mitten im Raid, mitten in der Aufnahme, ruft sie an und im Endeffekt hat die Aufnahme abgebrochen. Ist immer so, wenn ein Anruf reinkommt. Das war es jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Und ich hoffe, ich muss nie wieder hier oben raiden. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Was ist das denn hier? Autobelichtung. Da ist irgendwas aktiviert noch auf der Kamera. Also, falls es aufgenommen hat, wird das Video jetzt so komplett behindert noch online gehen. Ansonsten, keine Ahnung, gibt's halt kein Westbrit Community Raid. Braucht eh kein Mensch. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Bäh.